feiern diesen Festgottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ein Festgottesdienst. Wir dürfen wieder zusammenkommen in unserer Kirche, in der Gnadenkirche hier und gemeinsam Gott feiern. Der Altar ist festlich geschmückt, die Orgel hat schon uns durch wunderbar festliche Klänge erfreut. Nun komme ich und habe noch ein paar Regeln zu sagen. Das tut mir eigentlich richtig leid, aber es muss sein. Und so möchte ich Sie daran erinnern, die Stühle nicht zu verstellen, während des Gottesdienstes, vor dem Gottesdienst auch nicht. Die Ordnung für die Stühle ist festgelegt durch Abstände, die ausgemessen worden sind. Und das alles nach den Richtlinien, unsere EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, zusammen mit dem Senat erstellt hat und der Gemeindekirchenrat dann festgelegt und beschlossen hat. Soweit zur Ordnung. Dazu noch mal einige Punkte. Bitte behalten Sie anders als ich oder etwa Herr Dr. Hombrichhausen die Gesichts- und die Nasen- und Mundmasken auf während des Gottesdienstes. Darum wird dringlich gebeten. Und bitte auch singen Sie nicht zu laut, also eher vom Herzen als heute vielleicht mit der Stimme. Also das Herz soll lauter sein als die Stimme. Wir können es versuchen. Der Ausgang aus der Kirche nach dem Gottesdienst wird nach rechts sein. Sie werden einen leuchtend grünen Pfeil dann sehen, der mir ins Auge sticht. Und durch den Hinterausgang Richtung Arche sich dann verteilen. Die Türen werden weit geöffnet sein, dass das gut möglich ist, ohne sich zu nahe zu kommen. Auf dem Weg dorthin finden Sie auch die Box für die Kollekte. Zwei Boxen für Innen- und Außenkollekte. Ich habe gehört, es ist leichter, Scheine zu zählen als Münzen. Also wir sind gebeten worden, eine schnelle Kollekte einzulegen, die nicht klappert. Und falls jemand wir sind bei den Regeln, Sie haben sie als Kleingedrucktes auch auf dem Liedblatt, steht es auch für das Geld, der Toilettengang ist und auch vermerkt. Danke. Es ist uns für diesen Tag ein besonderes Wort gegeben. Jesus spricht: Wenn ich erhöht sein werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Und das geschieht an Himmelfahrt, ist er das zweite Mal erhöht worden. Das erste Mal, das wissen wir, Karfreitag am Kreuz. Und jetzt wird die Einheit mit dem Vater vollzogen, ganz sichtbar vollzogen. Er geht zurück zum Vater und will uns zu sich ziehen. Das ist für mich auch die Einladung gewesen in den vergangenen Wochen, die wir hier stundenweise an vielen Stunden in der Kirche verbracht haben, ist uns das nahe und wichtig geworden, das Einssein mit Christus, wie wir es etwa auch dann als Weinstock und Rebe schon wieder in einem österlichen Gottesdienst gehört haben. Und noch einmal, jetzt geht es nicht so bunt durcheinander, aber ich habe im ersten Brief an die Korinther eine Stelle gefunden, die das alles zusammenfasst und bündelt. Da heißt es: Unser Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern, und jetzt bitte ich euch, er ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott? Nein, er denkt der zu klein, falsch. Der Freude? Der Liebe. Der Liebe. Aber er ist auch, und das steht dort dann in Vers 33, Kapitel 14, im Brief an die Korinther, ein Gott des Friedens. Das ist größer als jede Regel, als alles andere. Wir sind damit jetzt eingeladen, ihn zu feiern, im Frieden. Und so segne uns der Herr diesen Gottesdienst. Thank you.
geworden war, wird entronisiert. Wir sammeln uns zum Gebet. Wir kommen zu dir, Gott. Du verkehrst die uns gewohnten Ordnungen. Dein Sohn, missachtet, als Gottesleugner hingerichtet, ist von dir auferweckt worden. Er ist seinen Jüngerinnen und Jüngern erschienen. Jetzt sitzt er neben dir als Herr, als Mitherrscher und als unser Fürsprecher bei dir. Dich brauchen wir, denn wohl wissen wir meist, was wir nicht wollen, keine Zurücksetzung, keine Nachteile, keine Zerstörung der Umwelt, keine Gefährdung unseres Nächsten und Nachbarn, keine Willkür. Dabei sind wir an vielem beteiligt, was wir nicht wollen. Erbarme dich unser und vergib uns. Wir sind angewiesen auf dich. Ja, der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus, seinen Sohn, unsere Schuld, unsere Verfehlungen. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen den Psalm 47 im Wechsel sprechen. Sie finden ihn auf diesem Blatt. Ich beginne mit den herausgehobenen Teilen und Sie antworten bitte in der Ihnen gemäßen und angemessen erscheinenden Lautstärke. Schlag froh in die Hände aller Völker und jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er zwingt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erhält uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unseren Königen. Denn Gott ist König über die ganze Erde, lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abraham. Denn Gott gehören die Schilder auf Erden, er ist hoch erhaben. Nimm auch du uns zu dir in dein Reich,
wenn du uns die Fülle deiner Herrlichkeit schmecken und sehen lassen willst. Dein Sohn ist uns nun vor unseren Augen verborgen. Lass ihn unter uns durch den Heiligen Geist wirken und seine Nähe spüren, sodass wir ohne Furcht leben können. Du, Gott, bist bei uns, bist uns nahe. Himmel und Erde sind dein, so gehören auch wir zu dir. Darauf vertrauen wir, der du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. Als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Halleluja, Halleluja. Amen.
Evangelium steht bei Lukas im 24. Kapitel. Das sind die Verse 50 bis 53. Jesus führte seine Jünger hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Gekreuzigt, gestorben und begraben.
Die Gnade Gottes, die Liebe seines Sohnes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Himmelfahrt, Vatertag. Die Beziehung ist leicht auflösbar. Der auferstandene Jesus, der seinen Jüngern erschienen war, wird vor den Augen der Jünger erhoben und darf sich zur Rechten seines Vaters setzen. Allerdings, das wissen wir, ist diese religiöse Bedeutung zunehmend in den Hintergrund getreten. Der Vatertag wird als Gegenstück zum Muttertag gefeiert oder der Vatertag verdankt sich des ehrenden Gedenkens eines Mannes, der sich als Witwer in vorbildlicher Weise um seine Kinder kümmerte, wie es 1909 Sonora Smart Dodd zum ehrenden Gedenken an ihren Vater William Jackson Smart, einen Veteranen des amerikanischen Bürgerkriegs, ins Spiel gebracht hatte. Dass sich die Bezeichnung Vatertag immer weiter durchsetzte, hat sicherlich etwas mit der als märchenhaft anmutenden Vorstellung einer Auffahrt Jesu Christi in den Himmel zu tun. So war aufgrund der atheistisch orientierten Staatsideologie Himmelfahrt in der DDR seit 1966 kein gesetzlicher Feiertag mehr. Nun, liebe Gemeinde, die Plausibilität von Glaubenserfahrungen sollte nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Deshalb die Frage: Können wir uns die Glaubenserfahrung verständlich machen, die mit dem Himmelfahrtsereignis verbunden ist, von dem wir gehört haben? Ich will Ihnen das Ergebnis vorweg sagen. Die Ereignisse nach der Passionsgeschichte Jesu vertieften und bestätigten die besondere, rettende und wohltuende Bedeutung von Jesus Christus für seine Anhängerinnen und Anhänger. Während des täglichen Umgangs mit ihm zu seinen Lebzeiten hatten sie ihn erlebt. Nach seinem Tod waren eine Reihe von Fragen zu beantworten. Himmelfahrt schließt diese Fragen ab. Die Besonderheit Jesus gründet tatsächlich in seiner Gottessohnschaft. Blicken wir zurück. Das Grab, in das Jesus gelegt worden war, war leer. War der Leichnam geraubt worden? War eine Verwechslung mit einem anderen eingetreten? Nein, der Engel im leeren Grab gab die Antwort: Jesus ist auferweckt worden. Völlig unklar, aber blieb zuerst einmal für die Jünger, was das bedeuten sollte. Hatte sich salopp formuliert, Jesus aus dem Staub gemacht und nun seine Anhänger rat- und fassungslos zurückgelassen? War eventuell, das ist damals nicht unüblich gewesen, eine Verwandlung geschehen, die alles zunichte gemacht hätte, was die Jüngerinnen und Jünger aus seinem Tun vernommen hatten und was ihm sein Verhalten gelehrt hatte? Nein, Jesus lebte fort als der, den sie zu Lebzeiten erlebt hatten. Er wurde wiedererkannt von den verwirrten und trauernden Jüngern an seinen Worten und Taten, die ihn ja schon zu Lebzeiten ausgezeichnet hatten. Was aber sollte all das für die Jünger und Jüngerinnen bedeuten? Was sollten sie nun tun? Am vergangenen Sonntag, Rogate, haben wir davon gehört, was heute auch verlesen worden ist, dass die Jünger kurz vor seiner Emporhebung Jesus fragten. Und in diesem kurzen Gespräch erteilte Jesus ja ihnen einen Auftrag: Werdet meine Zeugen in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien
und bis an das Ende der Welt. Die Jünger erhalten den Auftrag zur Zeugenschaft. Wir sehen, was die Jünger von Jesus zu seinen Lebzeiten gehört hatten, sollte nicht umsonst gewesen sein, nicht vergehen. Wegen seiner Botschaft war Jesus hingerichtet worden, aber das leere Grab erwies sich als Zeichen seiner Auferweckung und tatsächlich, er war es und blieb gegenwärtig. Eine Verwechslung lag nicht vor. Er wurde als Lebender wiedererkannt. Mit seiner zugesagten andauernden Gegenwart war der Auftrag für seine Anhänger zur Zeugenschaft verbunden. Die Apostelgeschichte führt die Tätigkeit der ersten Gemeinde weiter aus. Ihre Kennzeichen sind Predigen, Gemeinschaftspflege, Fürsorge und Heilen. Und wenn Sie wollen, sage ich Ihnen auch gern die entsprechenden Worte, die Sie als Lehnworte auch in anderen Zusammenhängen hören. Martyrie, Koinonia, Therapeuie. Zeugnis, Gemeinschaft und das Heilen helfen sind auch Kennzeichen unserer Gemeinde. Unser Predigtext für heute versetzt uns in die unmittelbare Zeit vor der Passion Jesu, seiner Vollendung, die für das Johannesevangelium mit der Kreuzigung, Grablegung, Auferweckung und auch dem Wiedererkennen des Auferstandenen verbunden war. Hören wir den Text, wie er aufgeschrieben ist im Johannesevangelium im 17. Kapitel in den Versen 20 bis 26. Jesus sagt, wohin er gehört und wir hören, wo wir zu Hause sind. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, ich bitte, aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und du sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus bittet, er weiß sich eins mit sich und seinem Vater. Sein Blick weitet sich auf die ihm von Gott anvertrauten. Vater, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Einheit oder besser eins sein ist das entscheidende Schlüsselwort. Bevor Jesus sich also anschickt, zu Gott zurückzugehen, tritt er betend für seine Jünger ein und die, die künftig seiner Spur folgen wollen. Weil er genau weiß, ihm nachzufolgen, wird nicht immer ein Kinderspiel sein. Jesus ist beseelt von diesem großen Wunsch, dieser Bitte, sie alle sollen eins sein. Dieser Wunsch, diese Bitte Jesu, wurde zum Leitwort, wie Sie wissen, der ökumenischen Bewegung. Wohlgemerkt, er sagt nicht und schreibt uns nicht ins Stammbuch, tut alles, um die Einheit unter euch zu schaffen und zu bewahren, sondern er nimmt die Sache ins Gebet. Als ob er geahnt hätte,
Der Wunsch nach Einheit kann auch ganz kräftig in eine andere Richtung gehen und missbraucht werden. Der Wunsch nach Einheit kann monarchische, diktatorische und schließlich auch tyrannische Formen der Herrschaft aus sich heraussetzen, wie uns ein Blick in die Geschichte und Kirchengeschichte leicht lehrt. Bis heute ringen wir um die Wahrheit und Antworten auf große Fragen, um die Einheit. Und es ist schon richtig, zu diesem Ringen gehört die Auseinandersetzung. Im kleinen Kreis, in den Familien, in den Ehen, genauso wie im Beruf, in der Gesellschaft und der Politik. Und auch selbstverständlich in der Kirche. Gewissermaßen konziliare Auseinandersetzung, die uns ja auch schon die Apostel vorgelegt haben. An die Bitte um Einheit schließt Jesus an, ich will. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Dieser Wunsch hat ein Ziel. Seine Jüngerinnen und Jünger sollen die ihm gegebene Herrlichkeit sehen. Das klingt nach Glanz, Größe, überwältigendem Staunen, Reichtum und Fülle. Die Begründung für diesen Wunsch lenkt die Aufmerksamkeit allerdings auf einen anderen Zusammenhang. Ehe denn der Grund der Welt gelegt war, hast du mich geliebt. Jesus existierte schon vor der Schöpfung und war an ihr beteiligt. Die Herrlichkeit Gottes bezieht Jesus auf die Schöpfung, zu der er und wir gehören. Sie recht wahrzunehmen erfordert einen klaren Verstand und eine ungetrübte Sicht. Lateinische Schriftzeugnisse benutzen für das Wort Herrlichkeit an dieser Stelle den Ausdruck Klarheit, die Jesus von Gott gegeben worden ist und an der nun seine Anhänger teilhaben sollen. Jesus will uns mit Hilfe der Klarheit, Herrlichkeit seines Vaters zu einem Sehen und einem Umgang der Schöpfung verhelfen, die der Eigenschaft seines Vaters entspricht, den er als gerechter Vater anspricht. Das Verhältnis von Vater und Sohn war von Anfang an von Liebe geprägt. Der Sohn lässt sich von dieser Liebe erheben, indem er sich vertrauensvoll an seinen Vater wendet. Diese wechselseitige Einheit ist eine Einheit in Liebe. Sie macht in einer Weise lebendig, wie sie dem Heiligen Geist eigen ist und so, wie wir es auch bekennen. Der seit Alters durch die Propheten zu den Menschen gesprochen hat. Dieses trinitarische Geschehen zwischen Vater und Sohn im Geist der Liebe ist Grund und Urbild aller christlichen Einheit. Wenn wir Jesus Christus folgen, haben wir Gott und im Glauben die Gottesgemeinschaft, zu der wir alle bestimmt sind. Unsere Himmelfahrt hat sozusagen schon in diesem Leben begonnen, beginnt sie. Wir werden auf die Wolke gesetzt, wie Jesus in der Himmelfahrtsgeschichte. In der Wolke leitete Gott einst die Israeliten durch die Wüste. Die Wolke ist ein biblisches Bild für die besondere und nicht näher beschreibbare Nähe Gottes. Diese Einheit, von der wir gehört haben, die wir als Christen in aller unserer Verschiedenheit und in aller Spaltung empfangen. Hier und heute mögen wir einen Vorgeschmack davon erleben. Die Vollendung geschieht im Himmel. Wir leben in der Spannung von schon jetzt und noch nicht. Die Welt soll erkennen, dass Gott und Jesus Christus unzertrennlich miteinander verbunden sind. Dazu braucht es keine Gleichheit im Glauben, sondern eine Solidarität im Glauben und Handeln, in der sich die so verschiedenen spannend und spannungsvoll miteinander verbunden halten.
Solidarität ist, da ist wahre Gemeinde über alle Grenzen von Kirchenzugehörigkeit und Konfession, Herkunft etc. hinweg. Uns begegnet heute, liebe Weinbergkirchgemeinde, die Zuversicht, dass die Ausstrahlung auch unserer christlichen Gemeinde und ihr weltweites Zeugnis auch künftige Generationen erreichen wird. Wir mit unserer sicherlich nicht besonders großen, eher kleinen Kraft, unserem mitunter ja auch nicht besonders starken, sondern eher schwachen Glauben, unserer bruchstückhaften Liebe, unserer auch mitunter angekränkelten Hoffnung, sind von Christus zu Zeugen gemacht, zu lebendigen Zeichen von Gottes ewiger Zuneigung, seiner Freude an uns und seiner Welt. Und davon können wir in Wort und Tat Zeugnis ablegen. Amen. Thank you.
Mit Zuversicht und Vertrauen rufen wir zu dir, Gott. Lasst uns beten zu unserem Gott, dem Vater aller Menschen. Wir bitten ihn für die Kirche Jesu Christi in aller Welt, dass der lebendige Gott den Reichtum seiner göttlichen Gnade über sie ausschütten möge. Für alle, die den Geist der Versöhnung bezeugen, rufen wir Gott, den Geist seiner Liebe und seinen Beistand an und rufen: Herr, erbarme dich. Wir bitten für unser Volk und alle Völker der Erde, dass sich Gerechtigkeit durchsetze und Friede werde, wo Krieg ist. Für alle, die in Politik und Verwaltung ein leidendes Amt haben, dass sie alle Kraft und Energie aufwenden, der Welt den Frieden und allen Geschöpfen ein erträgliches Leben zu schaffen und zu erhalten. Insbesondere bitten wir für die von Katastrophen betroffenen Menschen. Dabei denken wir auch an die Flüchtlinge in ihren Lagern. Mögen sie bald Hilfe für die Meisterung ihres Lebens finden. Lasset uns zum Herrn rufen: Herr, erbarme dich. Wir bitten für alle, mit denen wir zusammenleben und arbeiten, dass wir einander verbunden und gewogen bleiben in guten und bösen Tagen, im Vertrauen und gegenseitigem Verstehen. Lasst uns verständlich und auf den Nächsten bedacht mit den Einschränkungen umgehen, die dem Lebensschutz jetzt unter uns dienen. Wir bitten für die Neugeborenen und alle, die sich über sie freuen, für die Kranken und alle, die um sie besorgt sind, für die Krankenhäuser und Altenheime, dass sie geprägt sind vom Geist der Ehrfurcht, des Taktes und der Liebe. Wir bitten für die Trauernden und die Einsamen, dass Gottes Treue sie allezeit geleite und dass sich ihr Leben in ihm erfülle. Lasset uns zum Herrn rufen: Herr, erbarme dich. Herr, öffne uns Herz und Mund für die vielen Ausdrucksmöglichkeiten, um mit dir durch deinen Sohn Jesus Christus ins Gespräch zu kommen. Und wenn wir bitten, lass uns den Dank und das Lob nicht vergessen. Barmherziger Gott, wir bitten dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der Licht und Leben, Hoffnung und Friede ist in Ewigkeit, festige die Gemeinschaft deines Sohnes unter uns, stärke den Glauben und verleihe deiner Gemeinde immer wieder neue Zuversicht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.